Museum lebt ja eigentlich davon, dass man Museumsobjekte ausstellt, die Geschichte darstellen, wo man Geschichte dran erkennen kann. Und eigentlich ist ein Museum ein Haus mit Objekten und ganz vielen Geschichten dazu. Und quasi diese Verwaltung der Geschichten und der Objekte, das übernehme ich hier und das versuche ich irgendwie in den Griff zu bekommen, was schwierig ist, weil wir haben bestimmt 100.000 Objekte. Man muss diese Sachen halt sehr formal erstmal aufnehmen, vermessen, Fotos von machen. Das ist sozusagen die formale Seite, aber es ist immer so eine menschliche Seite dabei, weil diese Dinge werden ja von Menschen zu uns gebracht und die vertrauen dem Museum ihre Dinge an und sagen dann häufig so, dann weiß ich, dass es in guten Händen ist. Das finde ich immer so einen spannenden Satz. Das stimmt auch, das ist dann in guten Händen. Und man merkt aber daran, dass sie eben auch so ein Vertrauen dem Museum gegenüber haben und ihre Geschichte, die mit diesem Objekt zusammenhängt, weiter vermittelt haben wollen. Und das machen wir am Museum. Also wir haben sozusagen Regale, wo erstmal nur Objekte drin stehen, aber wenn man eins rausnimmt und dann hat man sozusagen eine Geschichte in der Hand und kann mit diesem Objekt nicht nur eine Lebensgeschichte, sondern meistens den Bezug zur, ja, zur regionalen Geschichte und manchmal auch zur nationalen, wenn nicht sogar sogar zur internationalen Geschichte, so eine Brücke schlagen. Und das ist das Unglaubliche an solchen Objekten. Das kriegt man mit Quellen auf Papier nicht hin. Also das ist dieser enge Bezug von: Und ich sehe etwas, kann es sogar anfassen, begreifen und dann höre ich dazu eine Geschichte und dann ist sozusagen Sinne, Tastsinne, Sehen, manchmal auch Hören und es Verstehen von Geschichte kommen zusammen an einem kleinen Objekt oder manchmal auch einem großen Objekt, Maschinen oder sonst was. Viele Menschen sehen in diesen Objekten eigentlich Gegenstände, die jetzt nicht unbedingt sammlungswürdig sind, aber es sind eben Gebrauchsgegenstände, denen sieht man natürlich den Gebrauch an. Einige sind sehr stark gebraucht, aber es ist im Prinzip wie ein Kunstwerk und es ist ja eine Kultur, die vergangen ist und der wir uns eben erinnern anhand von Gegenständen. Und diese Erinnerung anhand von Gegenständen, die ist unmittelbar und direkt, aber auch wie quasi zwischen den Gegenständen und den Leuten ein Dialog beginnt. Also wie sie dann über diese Dinge reden, wie sie sagen, das kenne ich doch oder das ist völlig unbekannt. Viewfinder. Geschichten vom Welterbe im Harz.